break your face. Round one. Fight. Es gibt Spiele, die kennt einfach jeder. Tekken gehört zweifelsfrei dazu. Der vierte Teil ist in Japan bereits seit einigen Monaten für die PS2 erhältlich. Nun dürfen sich endlich auch die europäischen Freunde gepflegter Prügelei von der Qualität des neuesten Ablegers überzeugen. Mit den Schwächen des Vorgängers hat Namco radikal aufgeräumt. Statt der etwas sterilen Endlos-Arenen gibt es große und vor allem belebte Riesenareale mit vielen interaktiven Elementen. Außerdem hat der Entwickler bei den Charakteren gewaltig ausgemistet und die haarsträubendsten Witzfiguren über Bord geworfen. Die übrig gebliebenen Kämpfer müssen bis auf 12 erst einmal freigespielt werden und überzeugen, wie gewohnt, mit vielseitigen individuellen Kampfstilen. Neu ist der hilfreiche Platzwechsel-Move. Mit diesem können sie den Rivalen in genau jene Ecke drängen, in der er gerade noch auf sie eingeschlagen hat. Bei den Spielmodi hat der Titel allerdings nicht mehr ganz so viel zu bieten wie die Vorgänger. Bis auf den etwas drögen Tekken Force-Modus sucht man vergeblich nach witzigen Features und Spielarten. Zumindest optisch ist Tekken 4 dem direkten Konkurrenten Virtua Fighter 4 überlegen. Beat'em-up-Fans können sich auf einen flimmerfreien, wenn auch teilweise etwas hausbackenen Prügelspaß freuen. Nothing like a good workout!